Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Was für ein super Kulisse, das ist doch Photoshop, der Hintergrund ist doch gar nicht echt. Guck dir mal die gemalten Wolken an, guck dir die Gebäude an, die Wolkenkratzer, alles. Das sieht so genial aus. Und da machen wir Bier-Tastings bei 50 Grad im Schatten mit der Sonne im Gesicht. Wenn es auch so geht, man muss nur warten, bis die Sonne hinter der Wolke verschwunden ist, es abends ist. Sonnenuntergang, dann hast du immer noch ausreichend Licht und kannst so ein super schönes Biertasting machen. Das ist der Hannes, das Moin. Ist der Ramses, aka die Potsau, ne? Zumindest von der Frau, wie die da hinten mich betitelt hat. Und wir haben ein ganz besonderes Inselbrauerei-Tasting vorbereitet. Seltene Biere, Flaschenreifung. Der Hannes hat schon Tränen geheult, weil er gesagt hat, wir dürfen das gar nicht trinken. Wir müssen das trinken zu einem entsprechenden Essen dazu. Der hat sich das alles durchgelesen, was da hinten drauf steht. Der ist komplett Matsch im Kopf jetzt drin, weil der das sich alles reingezogen hat. Aber es geht um diesen Karton, um diese Box. Das sieht erstmal unspektakulär aus, aber ich muss sagen, das sieht so stark aus, wenn du das jemandem zum Geburtstag schenkst, der sagt echt, krass, Digger, Dude, das war richtig teuer bestimmt. Das ist richtig nice. Das möchte ich euch jetzt erstmal zeigen. Also nehme ich die Kamera hier an und schaut mal hier rauf. Hier steht seltene Biere, Inselbrauerei. Ihr habt hier einen Adlerkopf, ihr habt gegenüber hier eine Ente. Der Hannes würde sagen, das ist ein Reiher, wa? Dann habt ihr hier, wenn ihr hier runter geht, seht ihr, da sind noch kleine Storchs. Da ist noch anderes Gefuchse da. Da ist noch so Vogelscheiß. Und dann sieht das auf jeden Fall prächtig aus. Das sind 6 Biere drin, die alle in so Papier eingewickelt sind. Auf jedem Bier, das ist, jedes Bier hat eine andere Sorte. Ist alles in Papier, ist alles selten. Ihr habt so ein Bier-Tasting-Glas, wo hier eine Eule drauf ist. Das müssten genau 0,33 Liter sein in dieses Bier-Tasting-Glas, die da reingehen. Ihr habt hier auch 6 mal 0,33 Liter plus ein Glas. Ihr habt hier einen Wolf. Der Wolf, der heult in dem Wald, der heult das Glas an. Der andere Wolf ist auch am Start. Wenn ihr das rumdreht, ihr habt auf der nächsten Seite, als wäre das eine heftige Filmbox, habt ihr hier eine Eule. Ihr habt hier eine Eule abgebildet. Das sieht so stark aus. Baltic Edition Genusspack Rügener Inselbrauerei GmbH. Expedition ins Bierreich. Hauptstraße 2C 18573 Rampin auf Rügen, Deutschland, Germany. www.inselbrauerei.de. Guckt euch dieses Artwork an. Das ist wirklich atemberaubend. Auf der genau gegenüberliegenden Seite habt ihr dieses Bild. Das ist alles ein bisschen bläulich, denn hier habt ihr einen Wal, der auch richtig genial aussieht, richtig stark. Also man dürfte das eigentlich gar nicht aufmachen, weil das eben so schön aussieht. Hier oben ist das nochmal so zusammengepackt. Ich muss schon mal gucken, dass ich es hier umschwätzeln kann. Hier ist ein Tragegriff, hier steht Baltic Edition Genusspack. Hier habt ihr nochmal was drauf, auch alles, was gemalt ist. Hier stehen die 6 Sorten Bier, die da drin sind. Die können wir euch auch noch mal vorlesen. Das ist ein Baltic Ale, das ist ein Baltic Stout, das ist ein Baltic Double, das ist ein... Jetzt lass mich das hier fertig machen, Junge! Oh mein Gott! Das ist ein Baltic Triple, das ist ein Baltic Ghost und ein Baltic Form. Und Hannes, der rastet komplett aus, weil der hat über die einzelnen Biere, die es gibt, hier hinten gesehen. Da steht nicht nur die Prozent, 7,5, 7,5, 8,5, 9,5, 6,5 und 6,5. Da ist auch hier so ein Radar gezeichnet, der zeigt euch an, trocken, herb, würzig, fruchtig, weinartig, sauer, holzig, Espresso, Schokolade. Und dann könnt ihr bei jedem einzelnen Bier sehen, in welche Geschmacksrichtungen das abdriftet. Ihr seht, das hat ja alles verschiedene Ausschläge.
Was mir auffällt ist, alles geht in die süße Richtung. Hier steht immer fruchtig. Da ist Ausschlag, da ist Ausschlag, da ist Ausschlag, da ist Ausschlag. Da ist auch Ausschlag, richtig brutal. Hier aber auch. Holzig ist irgendwie gar nichts. Schade, ich hätte gern so ein Holzbier gehabt. Leider ist nichts Holziges dabei. Hier sitzen sie dann am Tisch und saufen wieder mal ihr Spülmittel. Was den Hannes so beeindruckt hat, da steht auch die Trinktemperatur dran. 12 Grad, 16 Grad, 16, 16, 10 Grad, 12 Grad und hier sind sogar kleine Bilder drauf ab. Perfekt zu sehr würzigen und scharfen Speisen. Thai Curry, Kürbis, Rind, Schwein, gebratener Fisch, Bauerngoggel. Dann hier passt gut zu Bitterschokolade, Pflaumkuchen, Zimtrollen, gegrillte Banane, Praline. Perfekt zu würzigen Käsesorten, Wildlamm, Ribeye, Steak, Pflaumenkuchen. Perfekt zu sehr intensiven Käse, Kürbissuppe, Pilze, Fisch in Miso, Karamellpralinen, Nougat und noch zwei über. Perfekt zu Meeresfrüchten, Blauschimmel, Käse, Ente und das letzte passt gut zu Käsefondue, Fisch, Truthahn, würzigen Käse, Chili con Carne. Das hat Hannes dazu gebracht, dass er gesagt hat, wir dürfen das gar nicht aufmachen. Wir dürfen das gar nicht testen. Da brauchst du erst das richtige Essen dazu, weil das ist wirklich seltene Biere, richtig stark, richtig heftiges Design. Wir wollen das aber jetzt trotzdem aufmachen. Hier ist ja dieser Hängel. Ich glaube, man kann das links und rechts hier einmal so aufklappen. Dann müsste als nächstes jetzt ja hier einmal das aufgehen. Dann seht ihr, dass ihr hier diese 6 Biere habt. Die 6 Biere müssen wohl erstmal raus. Wir stellen die einfach erstmal hier so daneben. Ich stelle mir 3 hin. Der Hannes stellt sich 3 hin an seine Seite. Wir werden euch dann auch gleich sagen und zeigen, welche das sind. Und jetzt müssen wir noch das Glas rausfischen. Wie das Glas rausgeht, da bin ich mal gespannt. Das muss der Hannes jetzt machen, der hat 2 Hände. Du hast dort, kannst du das hier, glaube ich, so reindrücken und das rausschieben. Du musst mal gucken. Nicht, dass du es kaputt machst. Du kannst es irgendwie, wenn du das eine hoch machst und das andere runter machst, das durch den Schlitz nach außen schieben, wie ein Schmied. Das sieht gut aus und er hat das Glas. Das heißt, die Box kann weg. Und jetzt habt ihr hier euer super Tasting-Glas. Da ist die Eule drauf. Hier steht nochmal Max Genuss 0,25 Liter. Ist hier am Strich. In jedem Bier sind 0,33 drin. 0,25 wäre dieser Strich. Hier steht auch nochmal seltene Biere, Inselbrauerei, Flaschenreifung. Und wir wollen das alles jetzt in dieses Bierglas schenken und gemeinsam aus diesem Bierglas trinken. Wollen wir das jetzt noch sortieren nach Prozent oder willst du sortieren, wie auf der Packung hinten steht, in der Reihenfolge, wie man was wo dazu isst, dass wir das dazu sagen können? Wir einigen uns kurz und melden uns gleich zurück. Mhm. So, wir haben uns jetzt geeinigt, wir haben es so sortiert, wie es hinten auf der Verpackung draufsteht. Das ist das Eulenglas. Wir fangen an mit dem Baltic Ale, wo nochmal draufsteht, also. Das müsste trocken, herb, würzig, fruchtig, weinartig sein. Perfekt zu sehr würzigen und scharfen Speisen. Thai Curry, Kürbis, Rind, Schwein, gebratener Fisch, Bauerngoggel. Hannes tut oben schon das Etikett abfummeln. Was ist denn da drauf? Das ist das Baltic Ale. Und hier habt ihr diesen Weißkopfadler drauf. Das ist der Weißkopfadler. Der sieht genial aus. 7,5%. Das ist ja richtig stark. Seltenes Bier. Und überall habt ihr hier diese Pappe dran. Soll ich dir mal das Feuerzeug geben? Oh ja. Das liegt hier drüben irgendwo. Dann kannst du das jetzt aufmachen. Dann können wir das mal einschenken. Und dann können wir das mal testen. Ja. So sieht's aus, wenn der Hannes das Bier aufmacht. Es läuft einfach
schon alles runter. Aber ist jetzt nicht schlimm. Ich habe alles von der Jenny geerbt. Es müsste ja trotzdem eigentlich alles hier reinpassen. Wir gucken uns das jetzt mal an. Das ist das... Boah, was ist denn das? Das schäumt ja so extrem. Hannes hatte nie eine Chance. Ich habe keine Ahnung. Das liegt an der Pappe wahrscheinlich. Wie soll ich denn das jetzt hier rein noch? Das ist... Da kann der Schaum zurück in die Flasche fließen. Was ist das, Mann? Was ist das denn? Das ist Zuckerwatte oder was? Was für eine Krone. Baltic Ale 7,5%. Das ist stärker als das letzte Biertasting, was wir an sich hatten. Kann man da ranpusten? So, jetzt passt wieder was hier rein. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall seltenes Bier. Das heißt, wir schenken das mal hier ein, weil das so selten ist. Top-Krone. Jetzt stell, ach nee, das ist ja deins, das musste hier, dein Weißkopfadler. Hannes, möchtest du den ersten Schluck machen? Ich sehe jetzt schon, dass das ein bisschen naturtrüb ist. Da kannst du nämlich nicht so genau durchgucken. Das perlt, es ist ein bisschen trüb und der Hannes darf jetzt den ersten Schluck, der muss jetzt eigentlich die Hälfte von diesem Glas trinken und dann ich. Und beim zweiten mach ich und dann du und dann haben wir es genau wieder abwechselnd. Baltic Ale, seltenes Bier, Weißkopfadler, zu scharfen Speisen, 7,5%. Und? Bist du jetzt so begeistert, wie du tust? Oder tust du so begeistert, wie du bist? Nee. Nee, was nee? Ich hätte mehr davon erwartet von dir. 2 Stunden höre ich mir an, dass wir es nicht testen können, weil das besonderes Bier ist, was man nicht einfach so trinkt. Und jetzt... Es ist ja... ich weiß ja nicht, wie das schmeckt, wenn man wirklich jetzt Rind, Schwein oder irgendwas dazu isst. Wenn man was Scharfes isst. Ja. Ne? Wenn man jetzt ein Thai-Curry dazu isst, ich glaube, dann wäre das wirklich eine geile Sache, glaube ich. Es haut schon richtig gut rein, glaube ich. Aber so halt, ja... Ich habe dem Hannes mal geholfen, habe dieses verschmierte Bier erstmal getrunken. Das ist nämlich ein Belgian-Style Pale Strong Ale. Also das ist ein belgisches Bier. Belgian-Style Pale Strong Ale. Fand ich nicht herb. Fand ich irgendwie ein bisschen fruchtig trotzdem auch. Also ich finde, das hat mir jetzt besser geschmeckt als die ganzen Eibauer Bier-Tastings. Das ist im Gegensatz zu dem anderen was Besonderes. Das hat nicht nur nach Wasser geschmeckt. Ja, das sowieso. Aber hast mehr erwartet? Ich habe gar nichts erwartet. Ich bin positiv überrascht. Hannes ist komplett enttäuscht. So. Ja, wenn ich das richtige Essen dazu hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch anders da im Geschmack. Dann kommen wir jetzt zum zweiten. Das zweite Bier, was wir haben, ist dieses Baltic Stout. Hier ist kein Weißkopfadler drauf, hier ist eine Eule drauf. Das hat auch 7,5%. Weil der Hannes das erste hatte, müsste ich ja jetzt eigentlich... Du brauchst es gar nicht aufmachen. Du gehst einfach hin und machst wie ein Vater und dann ist es ja trotzdem auf. Da musst du nicht die ganze Folie abwürgen. Ich versuch's mal wieder einzuschenken. Oh, was ist denn das für eine Farbe, Hannes? Ein dunkles. Aber man kann echt schlecht in dieses beschissene Glas einfüllen. Ist schon wieder alles voll Schaum. So, beschissen voll Schaum, das sieht extrem lustig aus, weil der Schaum hier oben von dem Glas, der droppt jetzt dynamic. Wir haben nach dem Weißkopfadler jetzt das Baltic Stout. Und das trinkst du normalerweise zu Bitterschokolade, Pflaumenkuchen, Zimtrollen, gegrillten Bananen und Pralinen. Ist ein British Style Imperial Stout. Nach dem Belgier kommt der Brite. Das ist richtig dunkel, das ist richtig schwarz, das sieht schon aus wie Praline und Schokolade und Pflaume in einem. Ich darf jetzt trinken, so viel ich will, und der Hannes kriegt den Rest. Aber wir wechseln uns ja ab. Und ich habe gerade so aufgestoßen, dass mir die ganze Magensäure hochgekommen ist, von was auch immer.
Mir auch. Haben wir heute was Scharfes gegessen? Ja. Es war ja nicht scharf. Deswegen. Das war ja nicht, ja. Aber irgendwo macht es sich gerade bemerkbar. Ja, richtig. Das stimmt. Der Mensch hat einen guten Zug drauf. Hannes, jetzt für dich. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was du dazu sagst. Mir fällt nämlich direkt präsent was auf. Bitterschokolade, Pflaume, Zimtrolle, gegrillte Banane, Praline. Ich finde, das hat selbst an sich auch eine leicht schokoladige Note. Oder? Ja. Das ist stimmt, das ja. Wie ein Toffee, so Kaffee, irgendwie... Zartbitter. Zartbitter einfach. Das hat so eine, irgendwie so eine komische Kaffeenote ein bisschen gehabt, wie wenn ihr in so eine Merci-Packung was macht. Jetzt ist ja nur noch... Ist das jetzt Hannes? Da ist doch noch was drin. Guck doch mal. Hannes, das ist aber noch dir. Das musst du aber jetzt aber noch trinken, du. Ja, so einen Rest kann ich wegschmeißen. Ab damit, da Wurst, da. Boah. Also da merkt man deutlich aber Geschmack. Das ist auf jeden Fall ein besonderes Bier gewesen. Definitiv. Seltenes Bier. Und das hat auf jeden Fall gemundet. Jetzt, pass auf. Wir kommen zum dritten. Das dritte ist dieses. Wölfe. Baldig. Doppel. Hier sind Wölfe drauf. Ihr seht die Wölfe. Der eine heult. Der andere heißt Hannes. Ja. Und das hat 8,5%. Nachdem wir zweimal 7,5 hatten, driften wir jetzt hoch, heben ab auf 8,5%. Das ist richtig stark. Ich mache erstmal die Flasche auf. Ich tue da nicht an dem Papier rumfummeln, ich mache einfach so. Hast du die paar Deckel aufgehoben? Habe ich alle eingesteckt. Habe ich nämlich noch gar nicht geguckt. Da steht ein Typ mit einem Yachthund und hat ein Fernglas und glotzt, wo die Füchse sind. Sehen die alle so aus oder ist das auch alles extra? Jetzt schenke ich das jetzt mal hier ein. Und es hat auch wieder... Ja. Es ist schon wieder ein dunkles Bier. Ihr wisst, wie gerne Hannes dunkle Biere trinkt und mag und hat und macht und tut. Wir schenken das jetzt wirklich mal hier ein. Das, so wird das Bier eingeschenkt. Wir stellen das nochmal hier ab, weil da sind zwei Wölfe drin. Wir können euch nochmal zeigen. This is a Kesto Production, genau. Ich glaube, das ist gar nicht so dunkel wie das andere. Ja. Aber dieses Baldig Dubbel, wo willst du denn hin? Bleib mal hier. Dieses Baldig Dubbel müsste trocken, herb, würzig, fruchtig sein. Perfekt zu würzigen Käsesorten, Wild, Lamm, Ribeye-Steak, Pflaumenkuchen. 8,5% Belgian Style Double. Dubbel. Das ist also nach dem britischen wieder ein belgisches. Das erste war belgisch, das ist auch belgisch. Hannes, das machst du sehr gut. Oh, ja, ja. Wer ist denn jetzt dran mit Trinken? Ich. Du hast erst dran. Du hast zuerst getrunken, oder ich habe als erstes, dann du und jetzt wieder ich. Hannes darf trinken und den Rest muss ich ausgeben. Der Hannes könnte jetzt ganz kurz so Nipper machen und mir den Rest überlassen. Aber er versucht schon, dass es fair bleibt, glaube ich. Da sind Wölfe drauf, das ist 8,5%. Das ist richtig, der ganze Tisch klebt, das ist richtig stark. Ich probiere mal diese kleine, feine Note, die perfekt zum Ribeye-Steak passt. Das hat aber einen komischen Nachgeschmack. Da fand ich das davor auf jeden Fall besser. Ich glaube, das Baltic Stout mit der Eule war bis jetzt für mich persönlich das Highlight und das Beste. Die Wölfe, weiß ich nicht, haben für mich so einen komischen Beigeschmack gehabt. 8,5 hast du bestimmt gemerkt. Hat dir das geschmeckt? Boah, nee. Nee? Seltene Biere. Du hättest jetzt extra ein Wildlamm rangezüchtet und geopfert, damit wir das trinken können. Und ich sage, trink's doch einfach so, dann passt das doch auch.
Hannes, das war nix. Ich glaube, wir müssen weitermachen, weil wir haben ja noch drei vor uns. Wir haben als nächstes, pass auf, dieses Baldig Triple. Das hat auch, was heißt auch? Nicht auch, weil wir kommen von 8,5 auf 9,5% und hier ist ein Strauß. Jetzt würde der Hannes wieder sagen, das ist so ein Reiher, ne? Der da im Wasser rumpirscht. Ja, ein Reiher. Das ist ein Reiher, da ist ein Vogel drauf, ein Baldig Triple mit 9,5%. Hannes lässt sich immer noch die Wölfe durch den Kopf gehen. Ja. Wir machen das mal kurz auf. Ja, ich aber ich sehe schon, die Stöpfel sind alle gleich. Rügener Inselbrauerei. Der Hund mit dem Mann mit dem Fernglas müsste wohl bei jedem gleich sein. Boah. Kannst du trotzdem mitnehmen für den Bierschanger. Ich fülle das mal kurz hier ein. Das ist jetzt wieder heller von Sinn. Da freut sich der Hannes. Ja. Es schäumt so extrem, das kann doch gar nicht sein. Das ganze Glas ist voll mit Schaum. Da müssen wir euch in der Zwischenzeit kurz mal die Fakten auf den Tisch legen. Denn das Baldig Triple hat nicht nur 9,5, ist auch wieder ein Belgien-Style-Triple. Wir hatten bisher also nur ein britisches und die restlichen sind alle Belgien. Ja. Perfekt zur sehr intensiven Käse. Kürbissuppe, Pilze, Fisch in Miso, Karamellpralin, Nougat, 9,5%. Ich glaube, wir sollten jetzt eine Queso Production machen und den Rest einfach reinfüllen. Oder ich mache wieder. Genau. Ach du meine, jetzt hängt dir das alles hier am Lörres. Ich glaube, ich muss heute noch duschen gehen. Ich tu mal das jetzt hier reinfüllen, weil wir wollen ja jetzt weiterkommen. Das heißt, wir füllen das Bier, dieses seltene Bier. Ich muss, glaube ich, heute echt noch duschen gehen. Hier ein, das Baldig Triple. Guckt ihr das an. Das ist Baldig Triple in Perfektion. Ich darf trinken. Ja, du kriegst den Rest. Ja. Ihr seht, das ist nicht dunkel. Das ist heller. Heller, heller. Das ist sehr schön. Ich habe jetzt aus Versehen hier, da muss ich mal. Heller ohne Sinnen. Das ist perfekt, Hannes. Ja. Da freue ich mich schon, dass ich da mal einen Schluck probieren darf. Ja, 9,5%. Also beim Anfang, beim Antrinken, da dachte ich ja noch, das ist ja richtig gut, das Beste bisher. Aber beim Absetzen, kam der Fuchs um die Ecke. Das war nicht mehr so cool. Also irgendwie ist der Nachgeschmack richtig penetrant. Und das sagst du mir jetzt. Das ist richtig chemisch irgendwie. Das schmeckt total künstlich auf einmal, als hättest du eine Tube Leim ausgesoffen. Das Baldig Triple aus Belgien, 9,5% mit dem Reiher drauf. Hannes, ich wünsche dir viel Glück für dieses seltene Bier, Insel-Tasting überhaupt und komplett. Es hat gut angefangen. Und es wird wahrscheinlich ein böses Ende nehmen. Es hat stark nachgelassen und deswegen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber wir haben noch zwei Bier am Start. Aber erstmal musste Hannes sich... Und 6 Burger haben wir heute noch am Start. Vor allem ist es gar nicht so schlimm. Die letzten zwei haben beide nur 6,5%. Das heißt, das stärkste und heftigste hast du jetzt gerade in der Hand. Und Hadi fertig. Das ist der Hannes, so kennt man ihn. Das ist nämlich die Flaschenreifung. Wir kommen zum nächsten Punkt. Das ist der Hannes. Boy. Nach dem Reiher haben wir hier diesen Wal. Der Wal, der war auch auf der Verpackung außen drauf. Das ist ein Baldig Goose. Goose wäre die Gans. Goose ist keine Ahnung was. Das ist der Baldig Goose mit 6,5%. Den werden wir jetzt öffnen und da reinfüllen. Sind die schwächsten von allen. Was
es damit auf sich hat, erzähle ich euch gleich, wenn wir es versuchen einzufüllen. Hier ist dein, ach, das ist jetzt weg. Gut, wir schenken das mal ein und hoffen, dass das nicht so sehr schäumt, damit wir nicht wieder eine Gäste-Production machen. Wir lassen nichts liegen. Hey, super, guck dir das an, das ist das beste Bier der Welt. Denn das ist jetzt das Baldi Goes. Das ist ein Contemporary Goes. Verstehe ich nicht. Nein, das möchte ich gar nicht wissen. Hier steht immer Belgian Style, British Style, Belgian Style, Belgian Style. Und hier steht einfach nur Contemporary Goes. Verstehe ich nicht. 6,5%. Perfekt. Zu Meeresfrüchten, Blauschimmelkäse oder Ente. Ente. Ey, ich hätte gerne jetzt echt Meeresfrüchte. Guckt euch die Farbe an, das hat alles komplett reingepasst. Das hat eine schöne Farbe, das ist klar. Das ist, da kannst du schön durchgucken, das ist kräftig. Das hat eine richtig tolle, super geniale. Hannes, bist du dran oder ich? Ich weiß nicht. Nee, moi, ich bin dran. Du? Ich. Ja, mach halt. Ich mach. Wenn du denkst, dass du du bist, dann Lust. Sei du bitte du selbst. Diesmal ist nicht 10 Tonnen Schaum drin, sondern es ist halt einfach nur Baltic Goose. Oh Scheiße, schmeckt nach Wein. Für Meeresfrüchte. Ich dachte, das schmeckt jetzt nach Fisch. Oida, ich hasse Wein. Das hat so einen richtigen Weingeschmack drin. Nee, das geht gar nicht, Alter. Das ist. Oh. Das finde ich wieder sehr interessant. Vom Geschmack her. Das hat so was richtig Abartiges, was dir hochkommt und was dir präsent ist und was dir zeigt, hallo, ich bin auch da. Das zu Käse finde ich interessant. Aber es soll ja für Fisch sein. Ja, aber du darfst. Obwohl, da steht ja auch Blauschimmelkäse, ja, also. Aber du darfst nicht vergessen, zu Fisch und Käse und sowas gibt es immer Wein dazu normalerweise. Ein trockener, schöner Weißwein. Und das schmeckt nach Wein. Das zeige. Solange es nicht nach Schwein schmeckt, ist doch alles gut. Nee, das ist auf jeden Schwein, Fall also seltenes Bier, besonderes Bier, heftiges Bier. Hannes ist total begeistert. Und deswegen kommen wir jetzt schon zum letzten Bier auf der Karte. Und das ist dieses Baltic Farm. 6,5% mit diesem Bisofang drauf. Das sieht aus wie eine Kuh. Eine Kuh, die wir jetzt öffnen müssen. Wir stellen euch wieder ab. Wir öffnen diese Kuh. Das heißt, ich nach dem Einfüllen muss abtrinken und du kriegst den Rest. Ja? Ich krieg den. Cool. Ja, ich krieg den. Wir füllen mal die Kuh ein. Du kriegst das Bier, ich krieg den Stöpsel. Die Kuh sieht auf jeden Fall sehr hell aus. Das kann ich dir jetzt schon verzimmern. Das klingt wie Badlands Chucks. Ja. Aber hier ist schon wieder so viel Schaum, es wird nichts. Na. Ich kann's. Ach komm, hier, das ist das letzte Bier. Das ist. Ich weiß nicht, was das ist, aber guckt's euch doch mal an. Das ist das letzte Schaum. Bier. Die Hälfte, über die Hälfte Schaum. Wir stellen's mal dahin. Das ist der Jakobusfluss. Der fließt bis hier hinter. Und da hinten geht's runter. Das sieht ja gut aus. Das wirkt so orange, das heftet so, aber das ist das Baltic Farm. Und da steht dran, Farmhouse Ale, 6,5%. Passt gut zu Käsefondue, Fisch, Truthahn, würzigen Käse und Chili con Carne. Also weißem Fleisch. Wie war das jetzt? Ich darf trinken oder was? Du bist der Erste, ja. Ich muss so dringend auf die Toilette, aber das Video müssen wir noch fertig ziehen. Aber wir können ja auch wechseln, ich kann ja als erstes. Das ist auf jeden Fall trüb, guckt euch das mal an. Das ist orange, aber das ist trüb. Ich probiere mal kurz. Ja, nimm einen kräftigen Schluck davon. Und? Nee.
Das schmeckt schon wieder so. Das ist das herbste. Ja, ach du. Was wir hatten. Das, ey, bitte nicht. Spülmittel, na, chemisch. Na. Red total, nicht davon, ich trink's uns nicht. Boah, da zieht sich, ich finde, oh, das ist das schlechteste von allen. Boah, na. Das ist das Farmhouse Ale. Mit der Kuh drauf, baldig Farm. Ich muss das jetzt echt runterkippen, oder was? Für Chili con Carne. Hast du schon probiert? Probier doch mal, vielleicht schmeckt sie ja. Du hast ja ganz andere Geschmacksknospen als ich. Du sagst bestimmt, dass dort das schmeckt gut, das trinke ich gern. Wir sind ziemlich ähnlich in der Hinsicht. Nee. Das ist so künstlich gewesen, einfach nur. Der Hannes trinkt das komplett weg und sagt dann, ich will mehr, schenk mir noch eins ein. Jetzt siehst du aus wie Badlands Chaps. Ja. Guck. Hat's geschmeckt? Nein. War das das Schlechteste? Ja, definitiv. Also da sind wir uns ja doch einig. Definitiv. Das finde ich cool. Das Schlimmste, was es überhaupt gab jetzt gerade. Da, wo die verranzte stinkende Kuh drauf ist, das hat dem Hannes nicht so gut geschmeckt. Na. Mir aber halt auch nicht. Nee. Und obwohl das so gut, da steht ja trocken, herb, würzig, fruchtig, weinartig. 12 Grad. Passt gut zu Dinosaurier. Genau. Na super. Das war das schlechteste Bier mit der Kuh, das Baldig Farm. Wenn ihr das auch kennt, das habe ich im Rewe-Sender gefunden. Das als Geschenkbox ist richtig stark, sieht richtig gut aus, würde ich euch empfehlen. Top, top. Weil wenn ihr das verschenkt an jemand anderen, dann muss der das ja trinken und nicht ihr. Ja, aber also kauft dieses abartige Bier, schenkt das jemand anderem und der muss sich dann da durchquälen und findet das richtig genial. Jetzt muss ich so dringend auf den da muss ich wieder an den Block, da kommt wieder die Frau und bezeichnet mich als... Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, forward, euer Ramses. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Euer Hannes. Dieses Glas ist legendär. Wenn du willst, schenke ich dir das. Mit den Flaschen, gerne. Mit dem Karton, mit allem drum und dran. Pack mal wieder ein. Du hast sogar noch ein schwarzes Glas für mich. Das McDonald's schwarze Glas habe ich auch nur für dich. Ja, ich kann es auch selber einpacken und mir in den Schrank stellen, alles hier. Kriegst du das schwarze Glas? Den Rest mach mal hinter der Kamera. Das war's. Peace out, forward, euer Hannes. Weil der Urin, der lebt, der rubbelt mir das Bein. Peace out, ciao.